Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eurot Truck Simulator 2 auf der Truck Sim Map. Wir sind in der Steiermark unterwegs in Österreich. Oh, ein Hase! Okay, da war ein Hase. In der Steiermark unterwegs und das Ganze kurz vor Graz auf der A9 in Österreich. Wir werden gleich auf die A2 dann wechseln. Weiter in Richtung Budapest, was unser Zielort ist, unser Bestimmungsort. Sind unterwegs mit, ich blende es nochmal ein, 3 Tonnen jungen Setzlingen. Und müssen die in Budapest bei KFOR abgeben. Warum ich jetzt gerade so schnell unterwegs bin, weiß ich nicht. Deswegen habe ich mal lieber die Bremse jetzt reingeschmissen. Ja, ihr habt es gerade gesehen, noch ein Hase. Also hier muss man auf der Truck Sim scheinbar tatsächlich auch aufpassen auf Tiere, die Fahrbahn kreuzen. Da sollten wir dann doch ein bisschen ein Augenmerk drauf haben. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass die auch Schaden verursachen, wenn ich die erwische. Ich bin da auch wirklich sehr gespannt, weil was ich so vermisse, auch in Richtung ein Stück weit Realismusgrad, das sind solche Dinge wie man einen Verkehrsunfall im Sinne von, hier ist dann auch Stau. Ja, dass da auch wirklich Stau ist, muss langsam vorbeigehen an der Unfallstelle oder solche Sachen. Nicht einfach nur so ein klein wenig, sondern so richtig Stau. Und ja, mal gucken, vielleicht überrascht mich die Truck Sim da in diese Richtung, dass es da vielleicht etwas gibt, wer weiß. Heutzutage ist ja prinzipiell viel möglich. So, dann drücken wir dann gleich wieder den Tempomat rein. So, Graz auf der linken Seite. Da wollen wir jetzt aber nicht hin, sondern wir fahren weiter in Richtung A2, in Richtung Marburg. Wien, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. So macht es den Eindruck. Sieht ein bisschen komisch aus, die Abfahrt. Allerdings, ja, mal abwarten, was da jetzt gleich. Ah ja, nichts Abfahrt, das ist einfach nur abbiegen. Dann ist alles gut, dann schaut gar nichts mehr komisch aus, dann passt alles. So, da bleiben wir lieber mal stehen. Autobahn gewechselt. So, und wieder Gas. Dann lassen wir direkt Graz hinter uns und machen uns jetzt weiter auf den Weg nach Budapest. Müssen jetzt aber auch bald, ja, 4 Stunden 39 haben wir noch, also ein bisschen Zeit ist noch, bevor wir uns Gedanken machen müssen um einen Parkplatz, um ein Häuschen einzulegen. Vorschriftsmäßig, natürlich vorschriftsmäßig, wie wir sind. Und ja. So, wenn ich da jetzt rechts rüber fahre. Ja, das dachte ich mir. Deswegen war es ganz gut, dass wir da geblieben sind. Weil es war dreispurig eigentlich ausgeschildert, dass dreispurig weitergeht. Aber, ja gut, geht's auch. Aber die Abfahrt halt nicht. Das ist halt ein bisschen blöd. Klein wenig. So, da geht's bergab. Da müssen wir übrigens selbst die Bremse noch bedienen. Weil sonst werden wir, glaube ich, eindeutig zu schnell werden. So, jetzt wieder alles gut. Tempomat ist drin. Weiter geht die wilde Fahrt. Wir müssen es auch ein bisschen im Auge behalten, das Ganze. Na, 4 Stunden 17.
Es wird zu knapp. Sage ich ganz ehrlich. Also ich werde kurz vorher, dann gucken wir mal schnell auf die Map, wo wir eine Rast dann einlegen werden. So in etwa. Da müssen wir wirklich ganz ran scrollen. Weil da sind wir dann schon in Budapest. Und das wird mir ein bisschen zu knapp. So, jetzt ist es so. Also spätestens hier müssen wir eine Rast einlegen. Das ist gar nicht mehr so weit. So ungefähr, ja, okay, ungefähr die Hälfte der Strecke noch. Dann werden wir eine Rast einlegen. Werden kurz schlafen. Und dann die letzten Meter zurücklegen. Alles andere macht definitiv keinen Sinn. Es wäre zu viel Risiko einfach dabei. Ich meine, 4 Stunden 36, 35 aktuell, 4 Stunden 13 können wir noch. Das könnte hinhauen. Vor allem, wenn wir zwischendurch ein paar km/h schneller fahren würden. Aber das Risiko ist einfach zu hoch. A, zum einen, dass wir Schaden an der Ladung bekommen dadurch. Das möchte ich nicht. Logischerweise. Und zum anderen aber auch, dass wir da geht's schon runter, genau. Dass wir möglicherweise eine Strafe bekommen. Also geblitzt beim Wall, weil wir zu schnell sind. Das möchte ich genauso wenig. Gut, sind wir schön rausgekommen. So, hier dürfen wir zumindest 70 auf der Landstraße fahren. Oh Gott, falscher Knopf, den wollte ich haben. So, Tempomat wieder rein. Dann fahren wir ein paar Meter Landstraße. Das wird dann nämlich auch bald die erste Rate der Bank fertig. Ach ja, genau, darauf wollte ich noch kommen. Also ich will so schnell wie möglich das Darlehen loswerden. Wobei wir es auch ganz gemütlich abzahlen könnten. Also das wäre eigentlich auch vollkommen egal. Das kriegen wir hin. Aber das ist der Hintergrund dabei. Wenn ich den dann erweitern möchte irgendwann, vielleicht auch noch eine weitere Garage kaufen, dann habe ich ein paar andere Möglichkeiten dadurch, wenn ich eben ein Darlehen schon zurückgezahlt habe. Ja, das ist der entscheidende Punkt dabei. Das heißt, ich kann mir mehr aufnehmen für den Fall der Fälle. Dass ich jetzt sage, gut, ich kaufe mir eine Garage, die hat schon 3 Stellplätze und zumindest stelle mir einen Angestellten ein und möchte noch 1 oder 2 solche Trucks, wie eben diesen Volvo beispielsweise hier, die ja aus Kostensicht her sehr überschaubar oder überschaubar sind. Und deshalb werde ich da zusehen, dass ich so schnell wie möglich einfach dieses letzte oder dieses Darlehen einfach ja, von der Backe habe. So. Jetzt also doch 50. Ne, ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Das wird nichts. Jetzt muss ich aber mal schauen, dass ich hier dann gleich schon. Ach ne, das heißt die nächste dann. Ah, das passt eigentlich dann perfekt. Da haben wir nicht mehr allzu weit bis zum eigentlichen Ziel dann. So, ich würde sagen, der ist schwerer beladen als wir. Weil wir doch ein bisschen näher kommen, wenn wir Gas geben.
Ah, okay, da vorne geht es nochmal links weg. Alles gut. Okay. Gut. Oh, jetzt fängt es auch noch das Regnen an. Ja, ganz toll. Wir werden hier ja ganz toll empfangen. So, dann können wir mal das Fernlicht anschalten, wenn wir jetzt keinen mehr da haben. Aber das ist das, was ich gemeint habe, 2.11 Uhr in der Nacht. Kein Mensch unterwegs. Wunderbar. Also 2.11 Uhr in-game, ja, Zeit. Da ist 50, das hätte man mal auch was sagen können. Und dann ist auch schon wieder 70. Bis ich es gemerkt habe, ist schon wieder 70. Läuft. Tempomat drin. Dann müsste auch gleich unsere Tanke kommen, unser Parkplatz, den wir ja aufsuchen möchten. Müssen. Dürfen. Ich hätte schwören können, dass das dass der näher ist. Aber gut, wir haben ja noch Luft. So, da vorne kommt er. Nach der Kurve. Sehe ich schon auf der Map. Meine Markierung. Habe ich schon ganz kurz gesehen. Heißt, das geht auf die Pause zu. Nicht die Folgenpause. Die noch nicht. Feindlich könnte man nicht wieder einschalten, ne? Jetzt, wo ich eh gleich da bin. Und wenn ich jetzt mal auf meine Tankfüllung schaue, also tanken rentiert sich überhaupt nicht. Weil ich ja gemeint hatte in der letzten Folge, dass ich hier in Ungarn dann gleich tanken möchte. Was da doch etwas günstiger ist im Normalfall. Rentiert sich gar nicht. So wenig, wie ich da reinkriegen würde. Und ich will auch jetzt nicht tanken, sondern ich will eigentlich nur schlafen. Was macht der denn da? Also zu sehen, dass wir da schön vorbeikommen. Das wird eng. Aber es funktioniert. So. Einmal die Bremse rein, einmal Motor aus und einmal schlafen kurz. In der Zwischenzeit gönne ich mir ein Stückchen. So, es hat aufgehört zu regnen. Neuer Tag. Scheibenwischer aus. Licht aus. Bremse raus. Weiter geht's. Der Kollege, der schläft noch. Der hat noch Zeit. Muss gestern ein langer Tag gewesen sein. Raus geht's. Auf geht's. Haben jetzt noch gut Zeit. Allzu weit ist es nicht mehr. Ich mal speichere noch mal kurz. Und die letzten 150 Kilometer, das kriegen wir auch noch gebacken. Ah, 50 wieder und schon wieder 70. Kreditraten wurden abgezogen, 2888 Euro. In der Gesamtsumme wurden gezahlt. Es ist auch sehr überschaubar, muss man dazu sagen. Also das kann man jederzeit ganz, ganz schnell mal, wenn es eng wird, in einem ganz kurzen Auftrag schnell reinfahren. 300, 400 Kilometer. Ach, nicht mal 300, 400 Kilometer, totaler Quatsch. Hat man das ganz schnell drin. Insofern ist da wirklich auch die Überlegung, ob ich den überhaupt ablöse. Das bin ich noch ein bisschen zwiegespalten.
Muss ich mal gucken. Das kommt auch darauf an, wie sich das entwickelt, wie sich die Aufträge entwickeln, vom Umsatz her, Kilometerpauschale und so weiter und so fort. Muss ich auch mal schauen. Wahrscheinlich werde ich den ganzen Kredit wieder im Vorfeld ablösen. Habe ich bisher eigentlich immer so gemacht. Warum sagt mir eigentlich keiner, dass 80 ist? Das ist ja also echt schlimm hier, ne? Also eigentlich 50, das sagt mir keiner, dann ist 80, sagt mir keiner. Das Navi müsste noch sprechen. Ja, wenn ich 70 fahre und es eigentlich 80, dann schreibt mich das Navi an. Ey, du blöder Sack! Das ist 80! Gib Gas! So. Was mich wundert, hier geht es jetzt gar nicht runter von der Geschwindigkeit. Doch. Und zumindest bremsen alle ab. Dann mache ich das halt auch mal. Ist auch besser so, glaube ich. Weil es hätte sonst böse enden können. So, da geht es auch noch Szeged unter anderem weg. Bin mal gespannt, Budapest, wie es da dann ausschaut. Quatsch, falscher Knopf. Wie es da dann ausschaut mit Aufträgen. Ich hoffe, dass wir da was Gutes bekommen. Das wäre ganz nett. Nice sozusagen. So, links rüber. Das Licht noch an? Nee. Es täuscht. So, dann doch nicht. Also die Schilderung war ja eigentlich, rechte Spur geht nach rechts weg, linke Spur geht nach links weg. Deswegen bin ich ja auch links rüber gefahren. Ja. Gut, jetzt müssen wir dann eh nach links weg. Also das macht jetzt keinen Unterschied mehr. Deswegen bremsen wir jetzt auch gleich mal dezent runter. Vorwärts gewähren, ihr habt es gesehen, da ist vorher einer reingeschossen. Ja, da müssen wir ein wenig aufpassen. Also ich weiß auch, ETS wird nicht jedermanns Sache sein. Logischerweise. Geschmäcker sind verschieden. Das ist auch gut so. Mir persönlich macht es wahnsinnig viel Spaß. Also zwischendurch. Nicht dauerhaft. Das wäre mir dann auch zu langweilig. Also wenn ich mir vorstelle, nur ETS zu spielen. Nee, das könnte ich nicht. Also das wäre mir zu langweilig. Da hätte ich irgendwann überhaupt keinen Bock mehr. Aber ich fahre eigentlich regelmäßig. Und nicht nur für das LP hier. Und muss sagen, es macht gerade trotz alledem noch Spaß. Und gerade in den letzten, ich sag mal, 3, 4 Monaten sind auch meine Stunden in ETS dann doch meine Spielstunden um einiges nach oben gegangen. Im Vergleich zu vorher. Und dann komme ich einfach wieder auf den Punkt klar. Mit der Anschaffung vom Lenkrad macht nochmal eine ganze Ecke mehr Spaß. So, 25, 24 Kilometer sind es noch. Da geht es gleich wieder runter nach Budapest. Und dann fahren wir, glaube ich, auch schon in Budapest so langsam rein.
Dann werden wir uns auch in Budapest umschauen, auch was Händler betrifft und so weiter und so fort. Den ganzen Spaß, das haben wir dann erledigt. Genau, da sieht man schon das Ziel auf dem Navi. So langsam, aber sicher. Das heißt, dann haben wir das geschafft. Also ich freue mich dann wirklich drauf, wenn es mal wohin geht. Was jetzt so auf der Standard-ETS-Map jetzt vielleicht nicht vorhanden ist. So irgendwie Griechenland oder Tunesien und so weiter und so fort, der ganze Spaß. Da bin ich echt gespannt, wie sie das hinbekommen haben, wie das jetzt ausschaut. Ich meine, es sind klar ein paar andere paar Dinge sind auch geändert hier auf dem Teil, der aus der Standard-Map kommt. Soweit ich das weiß zumindest. Und da ist ein Blitzer, da ist ein Blitzer, aber da ist 80. Ich dachte, wir wären hier bei 50. Ja, falsch gedacht, ne? Jetzt ist 50. Mann, Mann, Mann. Gut, da sind wir in Budapest. Das erste, was wir sehen in Budapest, ist eine rote Ampel. So, der Kollege von Trameri versucht hier um die Kurve zu kommen. Das hätten wir besser machen können, Kollege. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Kleines Stück noch, da geht's rechts rein. Und gleich wieder ums Eck rum, glaube ich. So wie das ausschaut. Ja, so ist es auch. So. Ach, da soll er hin. Okay. Drehen wir da einmal ein und gerade nach vorne, ziehen den schön mit rum, dass wir den so halbwegs gerade haben. Passt. So, ihr wisst, ich muss da in die Außenansicht. Innenansicht, das funktioniert noch nicht. Weil die, falsche Richtung, so rum. Das schaut noch ganz gut aus. Denke ich. Hat ganz gut geklappt, jawohl. Wunderbar, da haben wir die Fracht abgeschlossen, in Budapest angekommen. Wunderbar. Das heißt, wir sollten eigentlich ein Level aufsteigen. Ja. Hat gut geklappt. Hervorragend. Ich drücke gleich nochmal die Fernfahrten 1 hoch. Die will ich als erstes voll haben. Und dann ist es noch ein bisschen hochwertiger und dann gehen wir in die ADR-Geschichte noch. So, als erstes machen wir jetzt schnell eine kleine Rundfahrt noch in Budapest.
Decken noch ganz kurz auf, was es hier so zu entdecken gibt. Kleines Wortspiel. Uah. Wir decken auf. Die Entdeckung. Entdeckungen, na, sag mal. So, da haben wir auf jeden Fall einen Händler. Und das andere ist dann logischerweise eine Arbeitsagentur. Was haben wir da für einen Händler? Renault. Gut, hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht. Und noch die Arbeitsagentur noch schnell aufgedeckt. Und während ich da hinfahre, die Arbeitsagentur aufdecke, weil was anderes kann es nichts mehr sein, verabschiede ich mich aus dieser Folge und sage vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.